Hallo allerseits, ich bin heute auf der eMove 360, Fachmesse für Elektromobilität, und bin hier am Stand von der Firma Uno aus Berlin. Und zwar bei Maya Rubach und Quang Pham, die hier beide mir das Fahrzeug, den neuen Scooter vorstellen wollen. Der hat gestern einen Award gewonnen in der Kategorie Leichtfahrzeuge. Wie schwer ist denn der? Nicht ganz so leicht, wie man bei dem Wort vermuten würde. 81,5 Kilo wiegt er, aber wesentlich leichter als ein Auto. Das ist so leicht, dass man es, wenn es mal wirklich umfallen sollte, auch mal selber aufstellen kann. Ja, ist das mit Batterie oder ohne Batterie? Mit Batterie, mit bis zu 2 Batterien. Die wiegen dann auch nochmal was. Aber theoretisch könnten Sie den jetzt hinten eigentlich anheben, ja. Dann schauen wir uns das an. Das heißt, das ist ein zweisitziger klassischer Motorroller, der wie schnell fahren darf? 45 Stundenkilometer, sehr abgeriegelt. Also ganz normal, so für das kleine Versicherungskennzeichen, das hier hinten auch schon drauf ist, und das dann eben hier fahren darf. Und also Versicherungskennzeichen. Und das Fahrzeug selbst ist Kunststoffbauweise und natürlich sicher auch einiges Metall, das ist eh klar. Aber der Motor selber ist in der Narbe. Genau, der Motor selber ist hier in der Narbe. Der Motor ist von Bosch, Zentralverwaltung mit Bosch. Sehen wir hier natürlich nicht von der Seite sehen wir es jetzt. Und den Motor gibt es in 3 Leistungsstufen bei diesem Motorrad? Richtig. Gibt es in 2 kW, 3 kW, 4 kW. Ändert aber nicht viel an der Leistung an sich oder wie weit der Roller kommt, sondern wirkt sich einfach auf die Beschleunigung aus. Wie schnell man quasi von der Ampel wegkommt, wie schnell man von 0 auf 45 ist. Und gerade wenn man nicht nur alleine fährt, wenn man öfter mal eine zweite Person drauf hat, wenn man irgendwie hügelig unterwegs ist oder so, bietet sich natürlich eine höhere Motorleistung an, um mit dem Scooter schnell unterwegs zu sein. Das heißt, Sie haben ihn elektronisch auf 45 Stundenkilometer begrenzt. Genau. Und die Beschleunigung ist der Faktor, der abhängig ist vom Motor und von der Zahl der Leute, die drauf sitzen, einer oder zwei. Von vielen Faktoren abhängig. Zum einen von den Leuten, die drauf sitzen, zum anderen von der Steigung der Straße, aber auch natürlich von Faktoren wie Wetter, Wind. Reifen, also die Bereifung spielt auch eine Rolle. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass die Reifen gut aufgepumpt sind. Genau. Das Fahrzeug selbst ist dann so wie ein Roller zu bedienen, mit einem normalen Gashebel und mit einem normalen Bremshebel oder 2 Bremshebel, wie man sie so hat, und ohne Gangschaltung, Automatik dann quasi als klassischer Roller, oder was gibt es hier noch Besonderes? Das Besondere ist, dass wir auf Besonderheiten eigentlich fast verzichtet haben, weil wenn Sie hier vorne nochmal drauf gehen, wir haben wirklich insgesamt gerade mal 3 Knöpfe, das ist zum einen, hier haben Sie gerade selber gesagt, Bremse, Gas, hier haben Sie eine Hupe. Hier kann man den Stauraum aufmachen und noch blinken, weil wir es eigentlich wirklich so simpel wie einfach halten wollten, dass selbst eine Person, die zum ersten Mal Roller fährt, nicht umständlich gucken muss, gerade jetzt mit Smart Features, wo drücke ich, was gibt es für Funktionen, sondern eigentlich soll alles super intuitiv und selbsterklärend sein. Sie haben gerade das Stichwort gegeben, den Hebel zum Aufmachen, dann schauen wir doch mal rein in die ganze Geschichte, in den Kofferraum. Machen wir sehr gerne. Oder im Stauraum, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Der Stauraum, haben Sie mir vorhin schon verraten, hat ungefähr 35, 40 Liter Volumen, da passt einiges rein. Ja. Momentan ist ein Helm drin und eine Jacke, aber einiges mehr hat auch noch Platz. Genau, theoretisch hätten wir hier an der Stelle Platz, 2 Helme unterzubringen, indem die so ein bisschen ineinander gelegt werden. Dann passen immer noch 2 Batterien rein, man kann immer noch was draufpacken. Man könnte im Ernstfall sogar diese kleinen Pömpel hier nutzen, um die Helme außen dran zu hängen. Dann passt ein ganzer Einkauf rein. Jede Menge Platz, weil zum Beispiel, wie Sie es eben schon gezeigt haben, der Motor jetzt im Hinterrad ist, hier keinen Platz wegnimmt, und so ist eine Menge Stauraum vorhanden. Und die Batterie ist hier einfach zum Rausnehmen. Ich kann es mal versuchen, wahrscheinlich wird sie mir zu schwer sein mit einer Hand. Sie haben ja schon gesagt, etwa 10 Kilo wiegt sie. Genau, etwa 10 Kilo wiegt die, ist aber trotzdem relativ gebräuchlich rauszunehmen, ist also gar kein Umstand, dann kann man die einfach mit nach Hause nehmen. Schauen wir uns doch gleich mal an, wie die Ladestation aussieht. Dann würde man die zu Hause mit ins Wohnzimmer oder ins Büro nehmen, kann die hier einfach reinstellen wie eine Dockingstation, wie man es eigentlich von seinem iPhone oder ähnlich gewohnt ist, und so lädt die dann auf. Und hier übers Licht wird uns sogar angezeigt, wie der aktuelle Ladestand ist. Das heißt, die Ladestation und eine Batterie ist im Lieferumfang von diesen Motorrädern. Wann kommen diese Scooter eigentlich auf den Markt? Im Frühjahr 2020. Man kann die jetzt gerade bereits pre-ordern, zahlt dann im Grunde 100 Euro an und hat ein paar Vorteile wie ein Jahr Garantieverlängerung, 100 Euro Ersparnis, ein extra Helm. Solche Sachen sind jetzt in so diesem Frühbucher-Frühkäufer-Paket mit drin. Ansonsten kommt der
im Frühjahr. Also der kommt generell im Frühjahr. Normal würde ich ja sagen, Startup, neues Unternehmen, weiß man ja noch nicht so recht. Taugt das dann was, wenn das im Frühjahr kommt? Aber Sie haben ja vorhin schon gesagt, das ist nicht Ihr erstes Motorrad. Nee. Sie haben ja schon einen Scooter gebaut, Roller. Motorroller, ja dann, oder Elektromotorroller, E-Scooter, und den haben Sie 2014 auf den Markt gebracht. Wie viel haben Sie davon verkauft inzwischen? Von unserem Uno Scooter Classic haben wir mittlerweile über 10.000 Scooter verkauft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Märkten wie Österreich, Niederlande, Frankreich. In Deutschland sind wir allerdings mit elektrisch angetriebenen Rollern derzeit mit unserer ersten Version Marktführer. Dann nehmen wir den Akku wieder mit und schauen uns das alles nochmal etwas genauer an. Ja. Sie haben ja Platz in diesem Stauraum für zwei Batterien oder für zwei Akkus, das sind Lithium-Ionen-Akkus. Genau. Was haben die für eine Kapazität ungefähr? Die Kapazität liegt bei knapp 1,8 Kilowattstunden. 1,8 Kilowattstunden, genau. Das ist ja doch schon eine ganze Menge. Sie geben damit an 50 Kilometer Reichweite. Genau. Und Sie haben hier noch Platz für einen zweiten Akku. Genau, ist ein Prototyp, deswegen ist der jetzt gerade abgeklebt. Theoretisch würde man die beide nebeneinander stellen und der Roller erkennt auch ganz automatisch, anders als bei der Vorgängerversion, wenn Sie jetzt unterwegs sind, wenn sich die eine Batterie dem Ende nähert, erkennt der Roller das und schaltet automatisch auf die zweite um. Beim Vorgänger müssten Sie jetzt gerade noch anhalten, die manuell umstecken. Das macht alles der Roller selber, weil wir mittlerweile also genau diese Technologie extra für den Roller entwickelt haben, weil wir wollten, dass das ganz effizientes, simples... Das interessiert mich natürlich gleich, wie teuer kommt eine Ersatzbatterie, ein Ersatzakku, das ist Lithium-Ionen-Technik, ist ja nicht ganz billig, 800 Euro wird sowas sicher kosten. Im Moment sind wir bei knapp 700 Euro, ja, aber man muss natürlich schauen, ob man die zweite Batterie braucht, die meisten brauchen sie nicht. Aber um die Reichweitenangst zu minimieren, kann man sich eine zweite Batterie. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt hier aus dem Umland von München nach München regelmäßig reinfahre, bin so 25 Kilometer weg, ich würde mir dann vielleicht schon einen zweiten Akku dazu kaufen. Oder man lädt dann an seinem Zielort einfach nochmal auf, weil die Steckdose, wo man das kann. Wenn man einen Ausflug macht, hat man vielleicht nicht die Möglichkeit. Und die Batterien selber, dann die Leistung von diesen Fahrzeugen mit einer Batterie oder zwei ist ja gleich immer. Genau. Was kostet denn das Fahrzeug selber mit einer Batterie in diesen drei Leistungsstufen? Das fängt bei 2.799 an in der 2 kW-Version, geht hoch bis 3.899 Euro bei den 4 kW. Es kommt auch ein bisschen auf die Farbe an. Wir bieten ja 7 verschiedene Farben an, zum Beispiel schwarz ist ein bisschen teurer als eine der bunten Farben. So kann man sich das zusammenstellen. Wir haben aber auch daran gearbeitet, unser Leasing komplett zu automatisieren. Das heißt, im Grunde ist dieser Roller, wie er vor Ihnen steht, jetzt gerade schon ab 69 Euro zu haben. Das heißt, ich kann ihn auch leasen, wenn ich ihn nicht kaufen will. Genau. Und jetzt können Sie mir vielleicht sicher noch ein bisschen was zur Elektronik, zur Steuerung erklären. Sie haben mir vorhin auch schon verraten, es ist an Bord ein Internet of Things Modul mit einem Vertrag bei Vodafone. Ich brauche dafür nichts zahlen. Den Vertrag mit Vodafone haben im Grunde wir und nicht Sie. Genau, Vodafone ist unser Konnektivitätspartner. Die SIM-Karte ist hier unten im Boden in der Telematikbox, die hier drunter ist, verbaut. Ist auch fest verbaut und nicht zum Auswechseln, aber die ermöglicht im Grunde diese ganzen Smart-Features des Rollers, die Internetfunktion, GPS und alles Mögliche, was den Roller intelligent macht, wird über diese Karte. Das heißt, GPS ist schon an Bord. Ich kann das auch dann für mich nutzen zum Navigieren und nicht nur zur Standardfassung, wo das Fahrzeug gerade ist, falls ich es gerade jemandem verliehen habe und jemand anderem leihen will. Genau, Sie können über die App beobachten, wo ist Ihr Roller gerade auf dem Weg. Ist insbesondere auch schön, zum einen, wie Sie es gerade sagen, für die eigene Navigation, was sehr praktisch ist. Andererseits können Sie aber auch, wenn der Roller unrechtmäßig bewegt wird, indem jemand rangeht, der keine Schlüsselkarte hat, der den Schlüssel nicht digital per App freigeschaltet bekommen hat. Das erkennt der Roller, meldet Ihnen das über die App, dass er jetzt unrechtmäßig bewegt wird und Sie können verfolgen, wo geht der Roller hin. Sie können das auch über die App direkt mit der Polizei teilen, sodass eigentlich Diebstahl oder Langfingern der Gar ausgemacht wird. Im Prinzip könnte er dann eigentlich auch gar nicht fahren, weil er ja eigentlich gesperrt wäre oder gesperrt werden kann, sicher auch. Genau, also kann er, aber es... Wir hatten es gerade, dass das Leichtfahrzeuge sind. Der könnte theoretisch schon auch irgendwie weggetragen werden, weggefahren werden. Leute vergehen sich dran. Im Grunde wird, wir gucken, soweit es geht, dass der Roller nicht in unrechtmäßigen Gebrauch übergeht. Gut, das heißt, wir schauen uns jetzt hier nochmal das Panel an. Das ist also hier ein wasserdichtes Bedienpanel. Das hat hier eine NFC-Stelle, wo ich dann mit einer Chipkarte wahrscheinlich einloggen könnte. Ja, ich kann Ihnen kurz zeigen.
dass wenn der Roller nicht mit dem Internet verbunden ist, kann man mit einer Chipkarte hier ranhalten und sozusagen den Roller ausschalten oder natürlich wieder anschalten. Und ansonsten ist er generell halt erreichbar auch per WLAN oder im Nahbereich per Bluetooth, je nachdem, was ich nutzen möchte. Wenn ich die WLAN-Funktion freigebe, haben Sie mir vorhin auch schon verraten, dann kann ich ihn per WLAN auch, nicht WLAN, sondern per Internet of Things, Internet, ja, kann ich ihn eben weitergeben, auch einem Freund damit die Berechtigung geben, dass er fahren kann, genau, wenn ich mal übers Wochenende Urlaub mache. Das kann ich hier mal auf der App zeigen. Das ist, das funktioniert so, dass die App ungefähr so aussieht. Man hier auf das Keysharing-Modul klickt, das hier sozusagen freischaltet und dann auf seine Kontakte zugreifen kann, um dann die Kontakte sozusagen hinzuzufügen. Und wieder sperren. Das heißt, ich kann dann wirklich sagen, vorübergehend mal hat ein Freund oder ein Arbeitskollege die Berechtigung, genau, dass er damit fahren kann, genau, weil ich mal im Wochenende Urlaub bin und ja, das Fahrzeug eh nicht brauche. Genau. Das ist eine gute Idee, ja, wie man es auch machen kann. Man muss nicht mehr auch irgendwie wie vielleicht Car-Sharing oder Scooter-Sharing-Betriebe auch ein Konzept aufbauen könnten. Genau, so ein White-Label-Sharing sozusagen. Und was habe ich jetzt auf diesem Bedienterminal sonst noch drauf? Der Tacho, ganz normal die Batterie, die noch angezeigt wird, wie die Batterie noch vorhanden ist, die Kilometeranzahl, die Zeit und man kann über die App auch ein Navigationssystem einfügen. Das Navi wird dann langsam auf dem Display zu sehen sein. Ja, soll man ja nochmal beim Autofahren sowieso nicht. Genau. Insofern darf man das ja dann, dürfte man gar nicht bedienen, das darf man bedienen wahrscheinlich. Das sind so ungefähr 10 cm Diagonale, schätze ich jetzt, vom Display. Genau. Und das ganze Fahrzeug ist hier noch ein Vorserienmodell, das zwar schon fahrtüchtig wäre, aber hier in der Halle nicht fahren darf. Nein, leider nicht. Weil wir hier in der Halle nichts fahrtüchtig haben. Schade, ich hätte es gerne mal in der Praxis gesehen. Vielleicht noch kurz zur Beleuchtung. Sie haben vorne auch LED-Beleuchtung integriert, ein Tagfahrlicht. Ja. Ganz normal. Und dann zusätzlich noch ein Fernscheinwerfer, schätze ich jetzt auch mal. Ja. Und die ganze Karosserie wird in verschiedenen Kunststofffarben geliefert. Genau. Also das, jetzt sehen Sie quasi das Matte Stone-Modell, so ein Stein-Grauton. Zusätzlich kann man den Roller bestellen in Farben wie Metall, Grün, Navy, Schwarz, Rot, Blue. Eigentlich fast alle Farben, die man sich erwünscht. Unterscheidung in eben diesem Matte, wenn Sie hier sehen, oder in Glossy. Und Sharing-Partner, Service-Anbieter haben natürlich zusätzlich nochmal die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen anzupassen, um ihr Branding darin unterzubringen. Aber das sind so die Ausführungen, in der Roller gerade zu haben. Also ein paar Sachen haben wir vom Classic tatsächlich übernommen, gerade wenn es darum geht, verschiedene Farben zu machen. Das Auge ist eine große Neuerung. Die haben wir nicht vom Classic übernommen. Gut, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Markteinführung des neuen Scooter nächstes Jahr im Frühjahr und werde es mal verfolgen, aufmerksam, wenn es dann mal angeboten wird. Und mir hat Spaß gemacht, das hier anzuschauen. Bedanke mich hier für die Erklärungen. Sehr gerne. Und wünsche Ihnen dann schöne Tage hier noch auf der eMove 360. Ja, danke. Wir sehen uns im Probefahren. Ja.